Hallo zusammen, es ist wieder soweit. Der Herbst ist da und sie liegen überall. Die Walnuss. Ich möchte euch heute zeigen, wie man aus der Walnuss meiner Meinung nach den besten Zunder machen kann. Alles, was ihr dafür braucht, sind Walnüsse, etwas Watte und hier so ein altes Teelicht. Wird jetzt wahrscheinlich einige geben, die sagen, gut, haben keine Watte dabei, haben keinen Wachs dabei. Es gibt natürlich auch noch Alternativen. Man nehme etwas Fichtenharz. Geht jedes Harz, wichtig ist halt, dass es relativ weich ist. Und zum Beispiel hier etwas Brennnesselschnur. Gehen natürlich auch Leinen oder ähnliches. Auf jeden Fall gute, feine Naturfasern. Als erstes müsst ihr diese Walnuss versuchen aufzuspalten, so dass beide Schalen intakt bleiben. Das ist etwas schwierig teilweise, aber wenn man da in diese, in diese Fuge mit dem Nagel reingeht oder mit einem kleinen Messer, dann geht das teilweise ganz einfach. Man geht auf beiden Seiten rein und versucht es vorsichtig aufzuspalten. Einmal ringsrum. So, andere Seite. Und schon haben wir zwei Hälften. Wenn ihr das habt, muss es ungefähr so aussehen. Passen beide perfekt ineinander. Das ist also ganz wichtig, dass die Nuss nicht beschädigt ist, dass es wieder zusammenpasst. Also der nächste Schritt ist, dieses Wachs zu schmelzen und hier in diese Walnuss zusammen mit ein klein bisschen Watte reinzugießen. Um das Wachs zu schmelzen, brauchen wir natürlich ein Feuer. Ich mache das hier mit so einem Feuerstein und etwas verkohlten Zunder. Ich lege das hier leicht auf den Stein und entzünde das. Ungefähr so. Jetzt ist mir meine Glut runtergefallen. Aber ich weiß nicht, ob man das sieht. Es glimmt. Kommt jetzt hier in das Grasnest. So, das reicht schon. Wir brauchen nur ein ganz klein bisschen Glut. Wir wollen ja nur, dass das Wachs schmilzt. Wir stellen jetzt dieses Gefäß von dem Teelicht und ein bisschen Wachs einfach hier neben. Gar nicht mal rein, einfach nur daneben. Das reicht ja schon, damit es schmilzt.
Wenn dann alles gut geschmolzen ist, nehmen wir eine Hälfte der Walnuss und kippen das Wachs da vorsichtig rein. Halb voll reicht schon. Und legen die Watte hier oben drauf. Wichtig ist, dass nicht die ganze Watte vollgesogen ist. So reicht es schon. Mit dem restlichen Wachs werden wir jetzt den Rand einmal ordentlich einschmieren. Ich nehme dafür einfach den Finger, so heiß ist das nicht. So, ringsrum, schön, ordentlich, besser zu viel als zu wenig. So, die andere Hälfte auch. So. So, dass es ringsrum gut eingeschmiert ist. Der Trick ist jetzt darin, wir wollen diese zwei Hälften zusammen verbinden. Das geht so, indem wir die beiden Hälften etwas wärmen. Und dann schnell zusammendrücken. Jetzt ist in dem gesamten Bereich ringsrum die Walnuss verschlossen. So, das lassen wir jetzt irgendwie 5 Minuten mal trocknen. Und dann schauen wir mal weiter. Solange die Walnuss jetzt mit dem Wachs trocknet, versuchen wir das mal auf die primitive Art. Meiner Meinung nach ist es einfacher, weil man es nicht schmelzen muss. Wenn man ein schönes Stück hat, was so ein bisschen weich ist, dann ist das optimal. Wie gesagt, etwas Fichtenharz hier und etwas Schnur aus Brennnessel. Die werden wir jetzt schön auflockern, dass auch schön die ganzen Fasern da rauskommen. Richtig schön locker machen. Das soll ja später den Funken auffangen. So, richtig schönes, lockeres Nest. Dann nehmen wir jetzt dieses Harz, machen es etwas auf, legen es da rein und verschließen es. Sieht dann ungefähr so aus. Das drücken wir jetzt schön hier rein. So. Und den Rand verschließen wir auch mit Harz. Einfach den Rand großzügig damit einreiben. So, dass auch wirklich alles bedeckt ist. Schön matschen, matschen. So, und jetzt die andere Hälfte nehmen zum Verschließen. Überschüssiges Material einfach so ein bisschen da reinreiben, dass auch wirklich alles dicht ist. So. Und fertig ist der Teil. Schauen wir mal, was der Rest macht. So, unsere Nuss mit dem Wachs ist jetzt getrocknet. Man sieht schön weiß, ringsrum alles dicht. So muss es sein. Keine Lücken. Das Geile ist jetzt daran, wir können das in Wasser werfen. Es schwimmt. Na, was ist der Rest?
Hier ist die mit Harz. Kommt jetzt auch hier rein. So. Außen nass und innen immer trocken. So, wir werden das jetzt entzünden. Als erstes würde ich sagen, probieren wir die mit dem Harz und schauen erstmal, ob alles noch trocken ist. Alles trocken, so wie es sein sollte. Schon haben wir ein ordentliches Feuer. Das können wir jetzt so mit Holz füttern. Das brennt jetzt ungefähr so 5 Minuten maximal. So, kurz löschen. So, jetzt kommen wir zum Wachs. Alles trocken, so wie erwartet. So, wir lockern das noch ein bisschen auf vorher. Damit das auch noch besser Feuer fängt. Das brennt jetzt hier bestimmt 5 Minuten. So, hat mich gefreut. Ich hoffe, der eine oder andere kann das in seinen Touren verwenden. Ich finde es echt super. Immer trocken, immer was dabei, was brennt. Nie wieder nasses Gras suchen, was auch immer. Das brennt immer, egal wann. Gut, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.